Hallo, in letzter Zeit wurde sehr oft angefragt, dass ich mal ein Video dazu mache, was ich so im Herbst trage. Und da ich fast jeden Tag momentan diesen Rock anziehe, dachte ich mir, könnte ich ein Video dazu machen, wie ich einen solchen Rock in den kälteren Tagen kombiniere. Für mich sind diese Outfits immer warm genug, wenn ich meinen schwarzen Mantel dazu anziehe und noch einen dicken Schal. Wenn euch noch in denen zu kalt ist, könnt ihr natürlich irgendwie noch ein zweites Paar Strumpfhosen oder noch eine Strickjacke drüber ziehen. Also das könnt ihr dann ja selber nochmal so abwägen. Ansonsten hoffe ich, das Video gefällt euch. Ich werde euch jetzt nicht nochmal extra zeigen, was für Schuhe ich dazu anziehe, weil ich eigentlich fast immer diese Schnürstiefel in den letzten Tagen getragen habe. Wobei ich mir auch mal neue kaufen müsste, weil, ja. Das ist mir letztens passiert. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, das Video gefällt euch und ich wünsche euch viel Spaß. Okay, das erste Outfit kommt euch vielleicht schon bekannt vor. Das ist so ähnlich wie das Outfit, was ich in meinem letzten Outfit of the Night Video anhatte. Ich habe das jetzt nochmal angezogen, damit ihr das bei besserem Licht sehen könnt. Und zwar habe ich hier den Rock mit einem schwarzen Rüschentop kombiniert, wo ich drüber einen schwarzen Cardigan angezogen habe, der an der Knopfleiste so Rüschen hat. Dazu trage ich eine graue Strumpfhose, wo hier längs solche Streifen sind. So, das ist das Outfit. Ich würde das natürlich nicht so unbedingt für die Schule anziehen. Also ich finde, dafür sieht es ein bisschen zu schick aus. Also das wäre halt eher sowas für Partys. So, ihr seht, das zweite Outfit ist im Gegensatz zum ersten schon so ein bisschen, ich sag mal, gemütlicher. Und zwar habe ich hier den Rock mit diesem Pullover hier kombiniert, den ich in meinem letzten Video anhatte. Ich liebe diesen Pullover. Der ist in so einem leichten Rosa und ihr seht, der ist ziemlich so locker und auch sehr warm. Und ich trage den hier halt über eine Schulter. Ihr könnt ihn natürlich auch so rüberziehen, aber ich finde, so sieht es eigentlich ein bisschen schöner aus. Und dazu habe ich einfach eine ganz schlichte schwarze Strumpfhose angezogen und genau. So, im dritten Outfit habe ich den Rock mit einer Bluse kombiniert. Die Bluse hat solche leichten Grau, Braun, Beige und auch Rosatöne drin. Und da ich sie offen trage, habe ich ja noch einen Gürtel drum gebunden, damit es ein bisschen taillierter aussieht. Das ist so ein brauner Ledergürtel, einfach um die Taille drum. Darunter trage ich einen schwarzen Rock, einen schwarzen Top. Und ja, dadurch erscheint halt der Rock und das Top wie ein Einteiler, also im Grunde wie ein Kleid. Dazu habe ich eine so leicht beige Strumpfhose kombiniert, die auch wieder solche Muster drauf hat. Und genau, das ist das Outfit. Also ich habe die Ärmel jetzt so lang gelassen, weil es sonst zu kalt wäre. Aber wenn es natürlich wärmer ist, könntet ihr auch so hochkrempeln. Das finde ich eigentlich meistens immer ein bisschen schöner. So, das vierte Outfit passt meiner Meinung nach sowohl zu etwas schickeren Anlässen als auch zur Schule. Ich trage dieses Outfit wirklich sehr gerne letzte Zeit, weil es mir sehr gut gefällt. Ich habe hierzu über den schwarzen Rock so ein Top angezogen, was bei mir schon beinahe als Kleid durchgeht. Das ist so schwarz-weiß und hat so ein, ja, so eine Art Leopardenmuster. Darunter trage ich noch ein schwarzes Top, weil das Kleid sonst ein bisschen zu weit ausgeschnitten wäre. Darüber habe ich so ein, ja, ihr seht es, sehr weites Jäckchen angezogen, was ich sehr schön finde. Das ist, das hat so einen braunen Rotton, der mir sehr gut gefällt. Und dieses Jäckchen hat gar keine Knöpfe und deswegen sitzt es wirklich sehr locker. Und damit es nicht so formlos aussieht, habe ich hier auch wieder einen Gürtel dazu angezogen. Der ist sehr schmal und in so einem Beige-Ton. Und als Strumpfhose habe ich einfach wieder die gleiche wie aus dem letzten Outfit angelassen, da sich dann das Beige nochmal da wiederfindet. Ihr könnt natürlich aber auch dazu zum Beispiel eine schwarze Strumpfhose anziehen. So, und da wären wir auch schon bei dem letzten Outfit angekommen. Und zwar habe ich hier den Rock mit so einem leicht beigen Top kombiniert, welches hier vorne so ein Täschchen hat. Tut mir leid, dass es bis zum Knitterrecht kommt, aber das passiert manchmal, wenn es in meinem Schrank liegt. Darunter habe ich einfach wieder dieses schwarze Spitzentop angezogen. Und darüber so einen ebenfalls beigen Cardigan, der drauf so schwarze Tauben bzw. Schwalben hat. Ja. Und dazu habe ich einfach wieder diese schwarze Strumpfhose. Ihr könnt natürlich auch wieder die beige aus den letzten zwei Outfits anziehen, also so wie es euch am besten gefällt. Aber das wäre dann jetzt erstmal das letzte Outfit.
So, da wären wir schon am Ende angekommen. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen und ich würde mich sehr über ein Feedback freuen. Schreibt mir doch einfach, welches Outfit euch am besten gefallen hat und was ihr so am liebsten jetzt in den kälteren Tagen anzieht. Und ja, dann wär's jetzt auch für das Video und bis bald. Tschüss.